Das Dorf Bagnatafata in Mali, 150 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Bamako, am Rande der Sahelzone. Nach alter Tradition versammelt man sich hier unter dem Arbre de Palavre, dem Palavrabaum. In der Mitte sitzt Birama Dembele, der Hundertjährige. Als Bauer beobachtet er die Jahreszeiten genau. Er ist Zeuge des Klimawandels. Wer es heute wie früher macht, hat am Ende nichts, sagt der kleine kluge Mann. Früher gab es eine klare Regel. 7 Monate und 7 Tage nach der Ernte wurde gesät. Er erinnert sich nicht daran, dass es je eine so kurze Regenzeit gab wie in diesem Jahr und dass es jemals im November so heiß und trocken war. Und er weiß nicht, wie es weitergeht, sorgt sich um die Ernte im nächsten Jahr. Jan Urhan von Oxfam erfährt mehr über die Konsequenzen der neuen Hitzeperiode. Die jungen Leute verlassen das Dorf, weil es nicht genügend zu essen gibt. Die Alten bleiben hier, weil sie in den Städten keine Versorgung haben. Die Jungen gehen und die Probleme bleiben hier. In vielen Ländern der Erde ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft die tragende Säule der Nahrungsmittelversorgung. Wie hier in Mali ist sie regional angepasst und umweltverträglich. Mit einfachen Methoden wie dem Hackebeil. Und hier gefährdet der Klimawandel die Existenz der Menschen durch die Verschiebung und Verkürzung der Regen- und Trockenzeiten. Hinzu kommen die Wetterextreme, denen die Menschen hier schutzlos ausgeliefert sind. Hitze und Starkregen, die den fruchtbaren Boden fortspülen und die Saat vernichten. Die zuständigen Behörden in Bamako registrieren den Klimawandel und die Auswirkung am schnellsten. Wir verlieren jedes Jahr tonnenweise fruchtbaren Mutterboden durch heißen Wind und Starkregen, sagt Dr. Alamir Touré von der regierungsnahen Agentur für Umwelt. Die Wüste breitet sich aus. Ein nationaler Plan mit 60 Maßnahmen wurde für die Bevölkerung entwickelt. Wir erklären den Bauern, wie sie die Niederschläge besser halten können, indem sie die Felder einebnen und quer zur Hanglage pflügen. Doch nicht immer treffen die Agrarfachkräfte auf aufgeschlossene Dorfälteste wie Dembele, um die traditionellen Methoden zu verbessern. Wir können mit den neuen Methoden 2 Millionen Hektar Land besser nutzen, haben aber erst 30% der Möglichkeiten ausgeschöpft. Die Klimakonferenz muss die globale Erwärmung stoppen, denn traditionelle Gesellschaften können mit dem Tempo des Klimawandels nicht mithalten. Die globale Erwärmung muss auf 1,5 Grad Celsius im Durchschnitt festgeschrieben werden, weil man davon ausgeht, dass ab einer bestimmten Erwärmung, die bei 1,5 Grad Celsius anfangen kann, die Folgen des Klimawandels durch Anpassungsmaßnahmen nicht mehr zu beherrschen sein werden.